Hallo meine lieben Naga-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zur heutigen Verlosung dieses IKEA-Knuffs-Umbau. Ich wollte eigentlich das Video erst morgen machen, weil ich jetzt gerade von Thüringen komme. Aber ich habe so viele Leute angeschrieben und gefragt, ja, wann kommt denn nun die Verlosung, und sind halt sehr ungeduldig. Und da ich viel im Auto schlafen konnte, dachte ich mir, okay, Bianca, raff dich rauf und mach dieses Video. Ja, es gab wirklich sehr, sehr viele Zuschriften, um diesen IKEA-Knuff zu gewinnen. Und ich möchte euch erstmal zeigen, wie er jetzt aussieht. Wie ihr seht, Moos ist endlich rangeklebt. Man muss das Moos aber mindestens einmal die Woche ein bisschen mit Wasser ansprühen, damit es halt ja schön lebendig bleibt. Und jetzt ist es ein bisschen trocken, weil meine Mutti vergessen hat, das zu besprühen. Aber das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Und ich finde, dieser Knuff ist wirklich sehr, sehr natürlich und gut geworden. Also meine Meinung zumindest. Mir gefällt er persönlich sehr und am liebsten würde ich ihn, glaube ich, auch behalten. Aber ich habe ja euch versprochen, diesen jetzt hier zu verlosen. Und dieses Versprechen halte ich auch. Und ja, zu den Verlosungen. Es ist wirklich sehr viel gekommen. Ich glaube 40 Kommentare. Das ist eine Menge. Auch wenn ich momentan sehe, wie sich mein YouTube-Kanal so entwickelt. Letzte Woche hatte ich ja das 200 Abonnenten-Special-Video hochgeladen. Und heute habe ich geguckt, habe ich schon 265 Abonnenten. Das gerade mal in einer Woche. Also es ist, ja, das ist, ich kann das manchmal immer noch nicht fassen, dass es wirklich so viele Leute gibt, und das ist so schön. Es gibt so viele Leute, die sich ja damit beschäftigen, wie sie ihre Tiere artgerecht halten können, wie sie ihre Bedürfnisse, also wie die Bedürfnisse ihrer Tiere am besten stillen können. Und ja, das finde ich einfach so toll, dass es doch so viele tierliebe Menschen gibt. Und dazu ist dieser Kanal auch da, dass wir alle voneinander lernen können. Ja, genug geschleimt. Es gab wirklich sehr viele Zuschriften und ich konnte mich schwer entscheiden, weil wirklich jeder hatte einen schönen Moment. Und es fiel mir auch wirklich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Und ja, ich habe im Auto mir die Kommentare durchgelesen. Also ich habe vorher nicht gelesen, einfach aus dem Punkt, weil ich wollte nicht unfair sein und sagen, ach, der Moment gefällt mir jetzt zuerst am besten und was Weiteres kommt, ist mir egal. Sondern ich habe sie mir wirklich erst heute durchgelesen. Und ja, es waren wirklich sehr, sehr viele schöne Momente dabei. Und leider kann nur einer gewinnen, weil ich ja leider nur einen Knuff habe. Und ja, es wird aber noch andere Verlosungen geben. Keine Sorge, das war jetzt nicht die letzte. Und gewonnen hat Ariel XLOLD. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich fand deinen Moment am schönsten. Vor allem fand ich es auch echt toll, dass du nochmal erwähnt hast, dass es so viele schöne Momente im Alltag gibt mit unseren Tieren. Und da hast du vollkommen recht. Sei es einfach nur, wenn ein neuer Hamster kommt und der das erste Mal, weiß ich nicht, einen Pinienkern aus der Hand nimmt. Das ist natürlich auch ein wunderschöner Moment. Und ich konnte mich bei deinem Moment persönlich sehr gut, ja, selber sehen. Ich hatte selber mal ein Tier, ein Hamster Amy, die in meine Hand eingeschlafen ist, unter der Decke, im Arm, und daran musste ich mich sofort erinnern und hatte sofort persönlich Tränen in den Augen. Und deswegen hast du diesen IKEA-Knuff gewonnen und ich hoffe, die anderen sind jetzt nicht allzu enttäuscht. Das ist halt immer so was eine Geschmackssache, wem welcher was gefällt. Mir hat ihr Moment einfach sehr gut gefallen. Er konnte mich halt an mich erinnern, an meine Erfahrungen und Erinnerungen. Und ja, wie gesagt, liebe Ariel XLOLD, ich hoffe, ich sage es wirklich richtig, melde dich bitte bei mir. Du kannst mir eine YouTube-Nachricht schreiben. Ich blende dir hier nochmal meine E-Mail-Adresse. Oder du kannst auch ganz einfach über Facebook mir schreiben. Und ja, wie gesagt, melde dich bitte bei mir. so in einer Woche. Ich muss noch gucken, ob ich den geeigneten Karton dafür finde, um das
zu verschicken. Aber da werden wir bestimmt schreiben und eine Lösung finden. Also schreibt ihr auf alle Fälle, wann ich das verschicke. Und an die anderen vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Es war wirklich toll zu sehen, dass es doch so viele Leute gibt, die auch regelmäßig meine Videos gucken. Es wird noch andere Verlosungen geben. Vor allem einfach die Sachen, die ich am Dienstag mit euch bastel, koche, backe, was auch immer für unsere Tiere. Und wenn ich die nicht selber brauche, denke ich, werde ich die auch einfach verlosen an euch, dass ihr denn, ja, was Kleines habt, so von mir. Und ich finde sowas, zum Beispiel wie so ein Knuff, das ist was Persönliches, was... Es ist ein Unikat, das hat nicht jeder. Und das sowas zu verlosen oder zu verschenken, finde ich viel, viel schöner, als irgendwas zu kaufen im Zooladen, das einzupacken und dann zu verschenken. Also ich meine, das kann sich jeder kaufen, aber sowas kann sich halt nicht jeder kaufen. Sowas gibt es nur einmal. Selbst wenn ich nochmal so einen Knuff baue, wird der nicht genauso aussehen wie dieser hier. Und ja, deswegen werde ich wirklich nur solche Sachen, die ich selber mache, verlosen, verschenken, verschicken, was auch immer. Bei mir werdet ihr keine gekauften Sachen, ja, in euren Karton, in euren Gewinnungspaket finden. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, dass ihr meine Videos weiterguckt. Wenn ihr Videowünsche habt, könnt ihr mir das ruhig in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr irgendwie ein Problem mit meinen Videos habt. Mir wurde jetzt zum Beispiel bei Facebook geschrieben, dass mein Intro zu laut ist. Ich hoffe jetzt, dass das Intro, also die Musik, passend ist, dass sie nicht allzu laut ist. Ich werde weiter an meinen Videos arbeiten. Ich bin kein perfekter Mensch. Ich habe ja jetzt wirklich erst seit 3 Monaten mache ich diese Videos regelmäßig. Also, dass sie jetzt noch nicht perfekt sind, das ist klar. Aber wenn ihr wirklich Kritik habt, Wünsche habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder auch bei Facebook. Da findet ihr auch immer wieder Bilder von meinen Nagern oder kleine Infos von mir, die ich halt nicht bei YouTube preisgebe, weil da müsste ich ja immer ein Video machen und wegen jeden Pups ein Video machen will ich auch nicht. Deswegen, ja, schaut auf meine Facebook-Seite, da findet ihr Bilder, Infos, wann ein Video hochkommt, was ich für Ideen habe. Das findet ihr alles dort. Ansonsten, ich sage zu viel ansonsten, deswegen wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Ja, bis dahin, eure Bibi.